Jesus möchte Neuanfang schenken. Und das tut er, indem er den ersten Schritt macht und uns ermutigen möchte, auch den ersten Schritt zu gehen, wenn es nicht läuft in unserer Ehe, mit unseren Kindern, Eltern, Freunden, in der Kirchengemeinde. Nachfolge Jesu bedeutet auch, durch ihn den ersten Schritt gehen zu können. Es gibt solche Wochenenden, da geht irgendwie alles daneben. So ein Wochenende war es für sie. Es war wirklich schwierig. Und sie waren total überrascht, was alles passierte. Und sie waren von sich sicherlich sehr enttäuscht. Man könnte ohne Übertreibung sagen, dieses Wochenende hat ihnen die Füße unter dem Boden weggerissen. Tja, was macht man in so einer Situation? Wenn man so ganz schwierige Momente, Tage, Phasen seines Lebens durchlebt. Nun, wenn wir den Bericht in der Heiligen Schrift anschauen über die Jünger, in Johannesevangelium Kapitel 21, dann merken wir, sie ziehen sich zurück. Und naja, es waren zumindest ein Teil der Jünger Jesu, die hier zusammenkommen. Und ich würde gerne ein bisschen diesen Moment, diese Momentaufnahme lesen. Wie gesagt, es ist uns berichtet im Johannesevangelium in Kapitel 21 ganz am Ende. Und hier würde ich gerne ab Vers 1 bis Vers 17 lesen. Und hier wird uns folgende Geschichte erzählt. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Boots, so werdet ihr finden. Da warfen sie das Netz aus und konnten nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hört, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht ferne vom Land, nur etwa 300 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer.
Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Ein ganz besonderer Moment in dem Leben dieser Jünger. Sie waren mit Jesus gegangen, sie hatten von ihm gelernt, sie hatten intensive Beziehung, intensive Freundschaft über Jahre aufgebaut. Und an diesem Wochenende hatte sich alles verändert. Ihr Herr, dem sie nachgefolgt waren, war gefangen genommen worden und sie hatten Angst, sie waren weggelaufen. Und sie erlebten, dass er nicht nur gefangen genommen wurde, er wurde ans Kreuz geschlagen. Und ihre Hoffnung war dahin. Die Bibel berichtet uns, dass zwei vom Jüngerkreis einige Zeit vorher nach Emmaus gingen. Sie waren auf dem Weg nach Hause, sie hatten ihre Hoffnung fast verloren. Und Jesus begegnet ihm auf dem Weg und fragt sie: Was ist denn los? Und sie sagen ihm: Weißt du nicht, was passiert ist? Den, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, er ist tot. Und es scheint alles umsonst gewesen zu sein. Und erst dann erkennen sie Jesus. Und sie sind begeistert und sie laufen zurück nach Jerusalem und sagen es den anderen. Und da erscheint all den Jüngern Jesu als Auferstandener. Was für eine besondere Erfahrung. Aber einer hatte gefehlt, Thomas. Und er war sicherlich unglücklich darüber, diesen besonderen Moment verpasst zu haben. Und Jesus wartet eine Woche und erscheint den Jüngern, auch dem Thomas, zum zweiten Mal. Und jetzt kommen wir zu diesem Moment, wo zumindest ein gewisser Kreis der Jünger zurückgegangen ist, wie heißt es hier am Anfang, zum See Tiberias, zum Galiläischen Meer, den Ort, wo sie oft mit Jesus waren. Vielleicht die Umgebung, wo sie manches mit ihm erlebt hatten. Ganz besondere Dinge auf dem See, auf dem Wasser, an Land, in den Häusern der Menschen, Heilungen. Ich glaube, sie ziehen sich ein Stück zurück. Und dann ist es Petrus, der so oft derjenige in diesem Kreis war, der das Wort ergriffen hat. Ein Mann der Tat, so stelle ich mir ihn vor. Und das Erste, was uns dieser Bericht hier sagt, in Vers 3, dass Petrus zu den anderen spricht: Ich will fischen gehen. Das kannte er. Nicht? Er war Fischer von Beruf. Er wusste, wie man fischt. Er kannte sich aus in dieser Gegend. Das war seine Heimat. Und in diesem Moment der Unsicherheit, der Frage sicherlich, was wird die Zukunft bringen ohne unseren Herrn, tut er das, was er viele Jahre getan hat. Und ich stelle mir die Frage, ist es ein Stück weit auch ein Zurück in sein altes Leben? Und die Jünger folgen ihm. Nicht so ist das immer. Es gibt so Menschen, so Persönlichkeiten, wenn die eine Entscheidung treffen, dann gibt es andere, die gehen hinterher. So einer war Petrus. Er war nicht irgendeiner im Jüngerkreis. Und der Bericht sagt uns hier: So wollen wir mit dir gehen. Also Petrus hatte ein Stück eine Vorbildfunktion, die wir alle haben, nicht? All das, auch was wir tun, hinterlässt einen Eindruck auf andere Menschen. Das ist die Situation. Nun, Petrus wusste, man fängt die Fische, wenn es Nacht ist. Ich war nie Fischer, ich habe da keine Ahnung, aber das wissen wir aus der Bibel und auch aus den historischen Berichten. Und dann kommt hier so eine kurze Bemerkung. Ich weiß nicht, was das bedeutete, die ganze Nacht zu fischen. Das bedeutete sicherlich Schweiß,
Anstrengung, Arbeit, Einsatz. Und dann lesen wir hier am Ende dieser Nacht diese kurze Bemerkung. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Was muss das für ein Erfahrungswert, für eine Enttäuschung gewesen sein? Einer, der es wirklich kann, der sein Handwerk versteht, und das Ergebnis ist nichts, umsonst. Vielleicht auch ein Stück, ein Bild für unser Leben manchmal, nicht? Wir setzen Dinge ein, wir überlegen uns eine Strategie, wir haben einen Plan, wir setzen Kraft ein, aber zum Schluss irgendwie ist kein Ergebnis da. Das ist sehr enttäuschend. Und sicherlich war das auch für die Jünger, denn es geht hier ja handfest auch darum, etwas zu fangen, um Essen zu haben. Das war sicherlich keine ermutigende Erfahrung hier. Nun, was war denn mit Jesus? Wo ist er denn in ihrem Leben? Bisher konnten sie ihn sehen, jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, der Zusammenhang dieser Geschichte zeigt, Jesus war nicht weit von ihnen entfernt. Er hätte eingreifen können, hätte ihnen sagen können, was macht ihr da? Hört auf mich, ihr habt eine ganze Nacht umsonst jetzt eingesetzt, aber das tut er nicht. Ich glaube, die Bibel berichtet uns generell. Jesus, Gott, der uns dargestellt wird, ist ein Gott, der uns liebt und der uns auch Freiräume gibt. Der keine ganz kurze Leine hat, an der wir gehen müssen, sondern der zulässt, dass wir Erfahrungen machen und letztlich will, dass wir zu ihm finden. Aber wir haben unseren eigenen Willen, nicht? Wir haben die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Aber dann zeigt er sich, nicht? Wenn wir in dieser Geschichte weiterlesen, in Vers 4, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Also Jesus offenbart sich so, dass es nicht gleich klar ist, er ist es. Es ist unser Herr, der nachdem er auferstanden war, uns jetzt zum dritten Mal begegnet. Vers 5. Spricht Jesus zu ihnen, ach, ihr Jünger, ich kenne euch und schon wieder tut ihr etwas, ohne nach mir zu fragen. Oder Jesus sagt in diesem Vers 5,4, jetzt gebe ich es endgültig auf. So viel Geduld habe ich mit euch gehabt. Ich bin euch schon zweimal erschienen als der Auferstandene. Aber schon wieder tut ihr etwas, ohne vorher nach mir zu fragen. Es ist eigentlich sinnlos, denn ihr hört ja sowieso nicht auf mich. Jesus hätte so viel Enttäuschung, so viel Ermahnung, Kritik hier nennen können. Aber er tut all das nicht. Ich glaube, dieser Abschnitt offenbart Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise, wie er gerade mit seinen Jüngern in dieser Situation umgeht. Und es ist gut, dass wir die Bibel haben. Wir können nachlesen, was er sagte. Jesus sagt hier, ich möchte noch mal lesen, was Vers 5 wirklich sagt. Kinder, so redet er sie an, habt ihr nichts zu essen? Also er stellt eigentlich eine Frage und das tut er so oft. So oft, wenn er Menschen begegnet, stellt Jesus Fragen. Und ich glaube, diese Fragen sollen sie anregen, sollen uns anregen. Er fragt die Emmaus-Jünger, was ist denn los, über was redet ihr, obwohl er es genau wusste. Er stellt dem Kranken am Teich Bethesda die Frage, willst du gesund werden? Und auch hier redet er seine Jünger, die ganze Nacht unterwegs waren, erfolglos. Er redet sie an mit Kindern, so wie ein liebevoller Vater. Und er stellt ihnen die Frage, habt ihr nichts zu essen? Na, Jesus wusste genau, dass sie keinen einzigen Fisch gefangen hatten. Aber er nimmt sie mit dieser Frage, glaube ich, hinein, möchte ihnen etwas bewusst machen, was da gerade wieder passiert ist. Aber wir hören keinen Vorwurf. Wie geht es weiter?
Da sprach er zu ihnen, Vers 6, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Naja, Petrus war ein erfahrener Fischer, wahrscheinlich konnten die anderen auch etwas, wussten auch über etwas über das Fischen. Was sagt dieser Mann hier? Jetzt, wo es schon Morgen geworden ist, das Netz auszuwerfen, das macht keinen Sinn. So fischt man nicht. Und doch tun sie es. Sie hören auf dieses Wort. Ah, das ist ein wichtiger Moment. Auf das Wort Jesu zu hören, ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Und das heißt, da warfen sie es aus und konnten nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Und ich glaube, in diesem Moment passiert etwas mit ihnen. Als sie da so am Netz sind und ziehen und merken, es ist Morgen, eigentlich hat es gar keinen Sinn zu fischen, aber wir tun es jetzt und wir fangen so viel, dass wir das Netz gar nicht an Land ziehen können, ins Boot ziehen können. Und ich glaube, dieser Moment erinnert sie an etwas. Dieser Moment erinnert sie daran, dass sie sowas Ähnliches schon mal erlebt hatten. Und zwar ganz am Anfang, auf ihrem Weg mit Jesus. Da hatten sie schon mal so eine Situation, der Fischzug des Petrus. Im Lukas-Evangelium wird das berichtet. Und dort erleben sie schon, dass auf das Wort Jesu hin sie das Netz auswerfen und sie fangen eine ungeheure Menge Fische. Und hier wieder, und ich glaube, das ist die Art Jesu, so ganz sensibel macht er sie darauf aufmerksam, was er damals zu ihnen gesagt hatte. Nämlich, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das waren sie dann ja auch. Sie ließen ihre Netze, sie waren mit Jesus unterwegs und es ging darum, Menschen für ihn zu gewinnen, sie mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. Das war ihr Leben geworden, mit Jesus. Aber er war jetzt nicht mehr da. Er war ihnen zwar schon erschienen als auferstanden, aber mir scheint trotzdem, sie gehen zurück in ihr altes Leben, sie ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus. Und dann redet Jesus mit ihnen. Ohne Kritik, aber mit einer Erfahrung. Und ich stelle mir vor, sie sind da an ihren Netzen reinziehen und sie spüren, da sind jede Menge Fische drin. Nachher wird es auch gesagt, 153, eine riesige Menge. Und in dem Moment erinnern sie sich mit Sicherheit an diese erste besondere Begegnung mit Jesus. An den Fischzug des Petrus, wie Lukas in Kapitel 5 das berichtet. Sie erinnern sich, dass sie eigentlich eine Entscheidung getroffen hatten. Sie wollten Jesus nachfolgen. Sie wollten Menschen fischen. Und Jesus in seiner ganz sensiblen Art, ganz behutsam, glaube ich, macht sie darauf aufmerksam. Ja, ich bin nicht mehr da. Aber eure Mission, euer Auftrag geht doch weiter. Und ich bin beeindruckt, wie Jesus mit Menschen, mit den Jüngern, mit ihnen, mit mir bis heute umgeht. So sensibel, so einfühlsam. Und er hat Mittel und Wege, wie er uns Dinge in unserem Leben bewusst macht. Tja, und dann, als sie das halbwegs realisieren, können sie nicht anders. Da geht es los. Sie müssen an Land und wiederum ist es Petrus, der hier merkt, es ist der Herr. Und als er das hört, da muss er ins Wasser springen, er muss ans Land schwimmen, er kann gar nicht im Boot bleiben, die anderen kommen hinterher. Und sie stiegen an Land, Vers 9 sagt, ein Kohlenfeuer und Fische waren schon darauf und Brot. Sie hatten die ganze Nacht gearbeitet, sie waren müde, sie waren ausgepowert. Und Jesus weiß das alles. Und er steht schon am Ufer, er hat schon ein Frühstück, ein Brunch für sie vorbereitet. Und sie können sich hinsetzen und können essen. Jesus geht hier den ersten Schritt auf seine Jünger zu. Und das tut er nicht nur in dieser Situation. Die Bibel ist voll davon, dass Gott auf uns immer wieder zugeht.
immer wieder den ersten Schritt macht. Selbst dann, wenn wir von ihm weglaufen, so wie Adam und Eva schon im Paradies. Es ist Gott, der den ersten Schritt macht. Es gibt so viele Geschichten, die das immer wieder zeigen, auch hier. Die Jünger scheinen zurückzugehen in ihr altes Leben. Jesus ist da, er spricht sie an. Kinder, habt ihr nichts gefangen? Kommt her. Hier ist das Frühstück schon für euch bereit. Den ersten Schritt zu gehen zu einem Neuanfang. Ich glaube, das macht diese Momentaufnahme hier deutlich. Ja, und dann sitzen sie zusammen und genießen das, was Jesus vorbereitet hat. Vers 12. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Also es war scheinbar schon ein spannender Moment hier. Da sitzen sie zusammen, Jesus hat das Frühstück vorbereitet, aber es scheint das große Schweigen zu sein. Da ist eine Spannung in der Luft. Und das ist auch in unserem Leben etwas, was wir sicherlich kennen. Da sitzen wir manchmal zusammen und essen, aber es ist eine gewisse Spannung da. Es ist vielleicht etwas zwischen uns. Es sind Dinge, die nicht geklärt sind. Auf dem Tisch sieht alles gut aus. Aber unter dem Tisch ist kein schöner gebratener, sondern vielleicht ein vergammelter Fisch. Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir vielleicht, alles gut, aber man riecht, dass da vergammelter Fisch unter dem Tisch ist. Dass da Dinge sind, die nicht geklärt sind. Konflikte im Miteinander. Kennen Sie das? Das passiert allen Menschen. Auch gläubigen Menschen. Gläubige Menschen haben, so wie die Jünger, tolle Momente, aber auch schwierige Situationen, so wie die Jünger nach diesem Wochenende. Auch gläubige Menschen müssen sich mit Konflikten auseinandersetzen im zwischenmenschlichen Bereich. Und das fällt allen Menschen, glaube ich, nicht so leicht. Auch hier, ich glaube, wo es um das Thema Neuanfang geht, lehrt uns Jesus, wie wir mit Konflikten umgehen, sie lösen können. Und das Erste, glaube ich, was wir schon gesehen haben, bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, den geht Gott immer. Aber ich glaube, er möchte auch, dass wir ihn gehen, aufeinander zugehen. Und eine zweite Sache, die, glaube ich, hier deutlich wird, der Fisch muss auf den Tisch. Konflikte lösen sich nicht, wenn sie unterschwellig vor sich hingammeln und man nur den verfaulenden Geruch vielleicht riecht. Es geht darum, Konflikte aufzuarbeiten, Dinge zu bereinigen. Und auch das zeigt uns diese Geschichte. Nun, was war denn da? Was lag denn da in der Luft? Wir haben schon gelesen, sie schwiegen, sie wussten, dass es der Herr war, sie trauten sich nicht. Aber es war auch innerhalb des Jüngerkreises etwas geschehen. Wenn wir an das Wochenende denken, was sie gerade erlebt hatten, nun, das hat eine gewisse Vorgeschichte. Petrus, der auch hier der ist, der handelt, der die anderen mitnimmt sozusagen, hatte auch vor diesem Wochenende eine klare Ansage gemacht. Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und er wählt Worte, wo er auch ein Stück weit sich vergleicht mit den anderen Jüngern. Ich glaube, das ist nicht so gut angekommen bei ihnen. Er hätte auch sagen können, Herr, ich möchte dir treu sein, aber... Und dann sagt ihm Jesus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus streitet das ab. Nein, das geschieht überhaupt sowieso nicht. Ganz selbstsicher. Die Stärke in sich selbst sehend. Naja, so war er. Und dann erlebt er gemeinsam mit den Jüngern dieses Wochenende. Ihr Herr wird gefangen genommen. Sie quälen ihn. Er muss sein Kreuz tragen. Er stirbt letztlich. Und in diesen schwierigen Momenten für Jesus,
Ja, die Jünger haben alle Angst, aber Petrus verleugnet ihn, als er gefragt wird, ob er zu ihm gehört oder nicht. Er tut es einmal, er tut es zweimal, er tut es dreimal. Totale Niederlage. Er erlebt eine totale Niederlage in seiner Nachfolge Jesu gegenüber. Und ich glaube, das war noch nicht zu Ende. Diese große Niederlage des Petrus, der ja ein Stück einer der Führer war, einer der Leiter in diesem Kreis, die war den anderen Jüngern ja sehr wohl bekannt. Und mein Eindruck, wenn ich diese Geschichte hier so lese, das war einer der Konflikte, die da waren, nicht auf dem Tisch, sondern unter dem Tisch. Ich glaube, da war die Fragestellung, gehört denn Petrus überhaupt noch zu uns? Darf er noch Teil sein dieses Kreises, denn er hatte den Herrn dreimal verleugnet? Ich glaube, unter dem Tisch war diese Fragestellung da bei den Jüngern. Und ich nehme diese Annahme von diesem kurzen Gespräch, das uns hier in Johannes 21 berichtet wird. Ich lese nochmal ab Vers 15. Und hier heißt es: Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese haben? Das erinnert doch sehr stark an das, was Petrus gesagt hatte. Vers 16, spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Vers 17, spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal stellt Jesus die Frage. Ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Ich glaube, Jesus greift diese schwierige Situation der dreimaligen Verleugnung des Petrus hier auf. Und er tut es für ihn und er tut es auch für den Kreis der Jünger. Er möchte, dass dieser schwelende Konflikt unter dem Tisch auf den Tisch kommt und dass dieser Konflikt gelöst wird. Und ich glaube, deshalb stellt er Petrus diese Frage, aber auch vor den anderen Jüngern. Und es ist die entscheidende Frage. Hast du mich lieb? Einmal sogar, hast du mich lieber, Vers 15, als mich diese haben? Also ist wieder der Vergleich drin. Aufarbeitung. Konflikte aufarbeiten. Wir müssen aufpassen, dass wir manchmal nicht heile Welt spielen, wenn unter dem Tisch der vergammelte Fisch ist. Jesus möchte Neuanfang schenken. Und das tut er, indem er den ersten Schritt macht und uns ermutigen möchte, auch den ersten Schritt zu gehen, wenn es nicht läuft in unserer Ehe, mit unseren Kindern, Eltern, Freunden, in der Kirchengemeinde. Nachfolge Jesu bedeutet auch, durch ihn den ersten Schritt gehen zu können. Und Neuanfang bedeutet auch, Konflikte aufzuarbeiten. Keine Vorwürfe, die helfen selten, sondern Dinge anzusprechen und es sensibel zu tun. Und ich glaube, hier ist Jesus der Meister. Er ist der Meister. Schon mit seiner Anrede, Kinder, habt ihr nichts zu essen. Und dann mit seiner dreifachen Frage. Er möchte, dass Petrus und auch die anderen Jünger Heilung erfahren, dass der Konflikt bereinigt wird. Und deshalb diese Frage, hast du mich lieb? Einmal. Zweimal, dreimal. Und wir lesen beim dritten Mal etwas sehr Wichtiges. Es heißt hier in Vers 17, spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Nun, Konflikte aufzuarbeiten, das kostet Kraft. Und es tut manchmal weh, vielleicht sogar mehr als manchmal.
Es war Misstrauen da. Das Vertrauen war zumindest angeknackst. Vielleicht sogar war es gar nicht mehr da zwischen den Jüngern. Sie hatten Grund, misstrauisch zu sein. Und wir merken, vor allen Dingen bei der dritten Frage, bei der dritten Wiederholung, Petrus wird traurig. Das macht was mit ihm. Das bereitet Schmerzen. Aber diese Schmerzen helfen ihm, einen Neuanfang zu erleben. Für sich mit seinem Herrn und auch im Kreis der Jünger. Und wir merken auch, Petrus hatte sich verändert. Er ist nicht mehr der, der selbst sicher sofort antwortet und genau weiß, wie alles sein wird. Nein, er bereut. Er formuliert vorsichtig. Er ist betroffen. Und ich glaube, hier ist eine Veränderung, ein Wachstum geschehen. Und genau das möchte Gott, dass das auch bei uns geschieht. Wachstum in unserem Leben. Und dazu braucht es immer wieder einen Neuanfang. Und die Krönung dieses Gesprächs, dieser behutsamen Seelsorge, die Jesus hier betreibt, ist für mich jedes Mal, nachdem er ihn fragt, das, was Jesus am Ende sagt, nämlich: Weide meine Schafe. Was bedeutet das? Jesus hätte sagen können: Gut, Petrus, spät, aber immerhin hast du was gelernt. Aber eigentlich bist du disqualifiziert. Du bist nicht geeignet. Du hast mich so enttäuscht. Denken wir manchmal so, dass wir Gott so enttäuscht haben, dass wir keine Chance mehr haben. Und das Evangelium sagt uns, was Jesus zu Petrus sagt, das sagt er zu uns. Jesus schenkt Petrus erneut Vertrauen. Denn nichts anderes bedeutet es doch. Er vertraut Petrus, verantwortlich in seiner Gemeinde zu sein. Menschen zu führen, zu weiden, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Petrus bekommt eine neue Chance. Es ist ein Neuanfang hier, weil Jesus den ersten Schritt auf sie zugeht. Weil er ihnen hilft, diesen Konflikt unter dem Tisch auf den Tisch zu heben. Einen Neuanfang zu machen, Dinge aufzuarbeiten. Und weil sie Heilung erfahren. Weil sie einen neuen Vertrauensbeweis der Liebe Gottes bekommen. Es ist ein Abschnitt, der mich sehr bewegt. Es geht um Neuanfang. Ich las von einer Studie über Ehepaare. Konflikte gibt es leider auch in Ehen. Und diese Studie, groß angelegte Studie an einer Universität in den USA, hatte das Ziel herauszubekommen, was denn glückliche Paare ausmacht. Das heißt, man wollte Dinge finden durch diese große Befragung über einen längeren Zeitraum. Was zeichnet glückliche Ehepaare aus? Vielleicht das und das und das. Das war Ziel dieser groß angelegten Studie. Das Ergebnis war ernüchternd. Man fand keine gemeinsamen Faktoren, die eine glückliche Ehe ausmachen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Menschen so verschieden sind. Frauen, Männer, unterschiedliche Kulturen, was auch immer. Ich habe nur ein bisschen darüber gelesen, ich kann nicht zu viel sagen. Aber sozusagen als Nebenprodukt fand man in dieser Studie heraus, dass unglückliche Paare eigentlich immer einen Faktor an Gemeinsamkeit aufweisen. Man spricht von der sogenannten Konfliktspirale. Das heißt, bei unglücklichen Paaren, wenn Mann und Frau in Konflikte geraten, und man weiß ja, wenn es einem gut geht, wenn man verliebt ist, sind die Tiere ganz klein, mit denen man sich bezeichnet. Manchmal werden sie größer oder ganz groß, du. Und Konfliktspirale bedeutet, die Begriffe, die Worte, die man wählt, werden immer deftiger. Die Lautstärke nimmt immer zu und man kommt in einen Strudel und der Konflikt wird immer tiefer, immer schwieriger, immer verletzender. Bei unglücklichen Paaren schafft es keiner der beiden Partner, diesen Konflikt zu stoppen, sondern jeder gibt mehr Gas und es geht in die Katastrophe. Ich glaube, wir alle erleben Konflikte in unserem Leben.
Diese Geschichte ist, glaube ich, eine große Hilfestellung zu sagen, ich kann ein Stoppschild aufstellen. Wenn ich mit ihm lebe, kann er mir Kraft schenken, dass ich den ersten Schritt gehe. Den geht er immer wieder auf mich zu. Dass er mir Kraft schenken kann, Konflikte wirklich auch aufzuarbeiten. Und weil er mir immer wieder Annahme schenkt, mir neu vertraut, kann ich das anderen auch weitergeben. Wohl dem, der mit diesem Herrn lebt und Neuanfang immer wieder erleben kann. Das wünscht sich Gott für Sie und für mich. Und dafür würde ich ihm jetzt gerne noch danken. Herr, unser guter Vater, Leben auf dieser Welt ist nicht immer leicht. Es gibt schöne Momente, aber es gibt auch Momente, wo wir Krisen erleben, Konflikte erleben, wo uns manchmal die Füße vom Erdboden weggerissen werden und wir uns zurückziehen, verletzt sind. Das passiert. Herr, wir möchten dir so sehr danken, dass wir in diesem Abschnitt im Johannesevangelium ein Stück weit mehr dich kennengelernt haben, der du der bist, der immer auf uns zugeht, den ersten Schritt macht. Der du der bist, der uns hilft, Konflikte auch aufzuarbeiten. Und der du der bist, der nur allein wirkliche Heilung schenken kann. Herr, all das ist wichtig für einen Neuanfang. Danke, dass wir das auch erleben können und dass du möchtest, dass wir das erleben. Hilf uns dabei, in unseren Ehen, in unseren Familien, im Freundeskreis, in der Kirchengemeinde. Wir danken dir dafür, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.